Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dungeons & Dragons Online mit mir in der Restro, meinem Charakter in der Restro und unserem Teamkollegen Sisul. Wir stehen hier gerade im Gateway to Kyber, direkt vor der Quest The Jungle of Kyber, der entsprechenden Folgequest zur vorherigen Quest Gateway to Kyber. Und hier sind wir dann so im Jungle von Kyber. Und hier können wir uns dann gleich mal durchbuffen. Und vielleicht sollten wir mal das Pet aus der vorherigen Quest hierher holen. This inevitable is a Marut, one whose sole purpose is to destroy those who cheat death. Wie ihr seht, der Typ ist relativ schnell gestorben, hat aber trotzdem noch 2500 XP gegeben. Das wundert mich jetzt ein bisschen, weil der Typ überlebt normalerweise ein bisschen länger, aber doch, wir sind auf Elite drin. Also, ja, ist halt so, der stirbt tatsächlich relativ schnell anscheinend. Hier vorne werden wir erstmal auf ein paar weitere Gegner treffen. Ihr solltet diese Drow Scorpion Wizards möglichst schnell töten, weil sie die Angewohnheit haben zu dispellen. Das heißt, ihr verliert eure Buffs und so und das ist nicht schön. Und hier sollte man dann am besten Suchitems anlegen und ein bisschen suchen. Und wenn ich hier nichts finde, heißt das, dass ich dann doch lieber den höheren Suchitem-Ring anlegen sollte. Wo habe ich ihn im Inventar? Hier, und stattdessen statt meinem Featherfall Ring. Und dann tue ich das beide mal da oben in die Shotgun-Leiste ziehen, damit ich das schneller wechseln kann in Zukunft. Und dann suche ich nochmal. Ja. Und anscheinend finde ich das Zeug hier nicht. Das heißt, wir werden jetzt uns gegen die Tür. Ich legge natürlich, okay, das ist auch ein Grund. Ah, wie ihr seht, finde ich sogar die Trap jetzt. Es hat anscheinend bei mir einfach nur ein bisschen geleckt. Die Frage ist nur, ob ich das Panel dazu finde. Ja, finde ich auch, aber es ist auf der anderen Seite. Das heißt, wir werden jetzt hier gegen die Tür laufen. Und dann können wir einfach durchlaufen, bevor die Falle angeht. Und dann das Control Panel hier deaktivieren. Die Trap ist deaktiviert, unser Freund auch fast. Ist jetzt nicht so prickelnd. Die Trap sollte deaktiviert sein, aber anscheinend ist nur eine Seite deaktiviert. Das heißt, wir werden jetzt hier wieder reingehen müssen und searchen. Können allerdings nicht searchen, solange diese dämlichen Typen hier noch am Leben sind. So, und dann können wir hier für die weitere Traps suchen. Und hier haben wir das andere Panel, einfach auf der anderen Seite vom vorherigen Panel. Und damit zeigt sich in Zukunft, es wurde mir nicht angezeigt, dass ich lag, aber wenn ich eine Trap nicht finde, muss ich einfach ein bisschen warten. Vielleicht finde ich es dann wieder. Wie ihr seht, habt ihr hier ab und zu immer noch diese Clerics drin. Und ein paar andere Mages, wie diese schönen Mages hier, die immer wieder dispellen. Wenn ihr Glück habt, habt ihr hier manchmal ab und zu keinen Champion, sondern einen Red Name drin, das heißt, oder einen, ja, komisch namten Typen, den ihr eben, ich glaube Orange named, den ihr dann töten könnt für extra XP, extra Loot und so weiter und so fort. Hier habt ihr normalerweise eine Trap, sollte hier eine Chest stehen. Ich weiß nicht, ob die Trap auch standardmäßig da ist, nein, anscheinend nicht. Das heißt, nur wenn dort der Orange Named war, findet sich auch entsprechend die Trap dort direkt bei der Chest. Hier solltet ihr gemeinsam reingehen, denn sobald dieser Lever hier betätigt wird, geht diese Tür hier zu. Und hier kommt Viecher raus. Und jetzt sollten wir vielleicht aus dem Ice Storm rausgehen, sonst könnte das ein bisschen schmerzhaft werden.
Und nun habt ihr hier oben ein paar von diesen Leuten hier. Die könnt ihr mit einer Wall of Fire gut töten. Und den Typen hier sollte man auch vorher mal schnell töten. Und da habt ihr jetzt auch eine Wall of Fire. Allerdings sind das dämliche Hunter, die das Ganze raiden können. Aber nichtsdestotrotz sollten sie ein bisschen sterben. Wenn hier weitergeht, könnten wir hier den Marut vielleicht sehen demnächst. Außer er ist schon weitergegangen. Wobei... Ah, da kommt er. Wir werden den Restschrein direkt nach dem nächsten Encounter benutzen, sodass wir dann noch ein paar mehr Spellpoints haben, nachdem die Schreine hier doch etwas spärlich sind. Und oh mein Gott, ein Champion. Und ich Concentration failere schon wieder die ganze Zeit. Wo zum Teufel ist eigentlich mein Pet? Und warum macht mein Pet nichts? Die Kugel, die ihr übrigens um Sisul rum seht, die sich immer wieder aktiviert, ist eine Fähigkeit von ihm. Wenn er unter einem gewissen Prozentsatz von seinem Leben fällt, dann aktiviert sich das und er kriegt für eine gewisse Zeit weniger Schaden. Ist ganz lustig. Aber nicht unbedingt nötig. So. Und nachdem ich jetzt keine Spellpoints mehr habe, direkt nach diesem Encounter, gehe ich kurz zurück und werde dort hinten resten. Hier oben sind die ganzen Gegner mittlerweile tot. Das ist dann relativ toll. Ja. Bei ihm scheint sich das Ganze tatsächlich relativ häufig zu aktivieren, weil er anscheinend auch relativ häufig relativ viel Schaden frisst. Wieso er das macht, kann ich mir nicht erklären. Vielleicht zieht er einfach mehr Aggro als ich. Aber noch habe ich mehr Kills. Das heißt, noch habe ich mehr Viecher getötet und damit eventuell sogar mehr Schaden gemacht, wer weiß. Schaden wird hier leider nicht angezeigt, was ein bisschen schade ist. Ansonsten könnte man tatsächlich vergleichen, wie viel Wert zu welcher Quest beigetragen hat. Ich war der Meinung, dass hier irgendwie von oben Viecher runterfallen. Gut, dann nicht. Auf jeden Fall, wie ihr seht, drei von diesen Munden sollte vielleicht eine Trap sein. Aber ich habe ja keine Probleme, diese Traps auszuschalten. Ansonsten solltet ihr vielleicht dort hinten um die nächste Biegung zurückgehen, wenn jemand diese Tür aufmacht, der viel Evasion hat oder viel Reflex Save und Evasion. Denn das Ding macht wirklich Schaden. Eieiei. Und unser netter Freund hat Soul Eater. Soul Eater scheint anscheinend ab und zu einfach Destruction auf den Gegner zu casten, was sehr, sehr lustig ist. Das heißt, man entledigt sich relativ schnell von ein paar Gegnern, indem die einfach tot umfallen. Fallen hier die Typen runter? Nein. Okay. Daneben nicht. Und hier haben wir wieder so ein williger K. Ah, tot ist er. Ist doch klasse. So, und hier kommen wir zu einem Feld, der Inevitable vorbeigekommen ist. Inevitable und wenn wir uns dann hier durch die Hunter gequält haben, können wir den nächsten Optional in Empfang nehmen. Civilization.
Wie ihr seht, diese netten Light Rays machen zwischen 100 und 150 Schaden und sollten vielleicht möglichst schnell getötet werden. Nicht die Light Rays, sondern die, die sie werfen. Und wir haben in diesem Kampf gleich drei Champions. Darum sind unsere Leben tatsächlich ein bisschen runtergegangen. Und manchmal bin ich mir nicht sicher, was besser ist. Erst Champions killen oder erst Propheten killen. Und dieser Checkatar Luride, der da auch ein Champion ist, ist eigentlich der Orange Named, welcher erst um die nächste Ecke ist. Und erst aktiviert werden sollte, wenn man vorher alles gemacht hat und erst wenn man wirklich zu ihm hinläuft. Ich habe also keine Ahnung, wieso er jetzt bereits bei uns im Kampf dabei war. Hat das Ganze minimal schwerer gemacht, aber nichts, was man nicht irgendwie, ja, weiterhin schaffen kann. Also normalerweise geht man dann nämlich hier hinter und hier hinten ist dann praktisch die eigentliche Chest von ihm. Er hat jetzt noch eine gedroppt, weil er ein Champion war. Würde der Typ jetzt aufhören zu cleaven? Und dann können wir auch schon weiter. Mittlerweile haben sie es fast geschafft, dass sie auf dem Boden stehen, die Chests. Die Champion-Chests wandern praktisch mit jedem Update irgendwie ein Stückchen weiter nach unten, bis sie tatsächlich irgendwann mal den Boden berühren. So, und kaum, dass diese Leute hier tot sind, können wir auch schon weitergehen. Und hier haben wir einen weiteren Propheten. Propheten können, glaube ich, heilen, also können sie vielleicht auch Light Rays werfen, bin mir da nicht sicher. Aber sie haben zumindest Heal drauf. Und Flamestrike. Wenn ihr hier runterspringt, könnt ihr unter Umständen auf einen weiteren Rare treffen. Allerdings scheinen wir nicht das Glück zu haben. Nichtsdestotrotz würde ich gerne diesen Wicca-Typen hier tot sehen, nicht dass er hier nochmal Light Rays wirft. Und dann hättet ihr hier unter Umständen eine weitere Chest, wenn hier denn wieder ein Rare dabei gewesen wäre. Normalerweise reicht hier dieser komplette Raum aus, damit ihr den Renzik-Bonus kriegt. Wie ihr seht, wir haben den Renzik-Bonus. Das heißt, ihr müsst nicht mal das Zeug bei den Trollen in dem Trollraum da zerstören. Es reicht wirklich nur dieser Raum. Wenn wir hier nach unten gehen würden, würden wir nur im Kreis laufen. Das heißt, wir laufen hier einfach geradeaus weiter und ja, folgen einfach dem Level. Und leider Gottes habe ich noch keinen Instant-Kill-Spell, weswegen der nächste Part leicht schwer werden könnte. Die Frage ist, ob es nicht sogar sinnvoll ist, danach erst zu resten. Und ich glaube, ich bin der Meinung, das ist es. Das heißt, ich werde jetzt erstmal den Schlüssel nehmen und dann machen wir erstmal den nächsten Part und laufen dann hier zurück. Der nächste Part... Jetzt haben wir ihn verpasst. Auf jeden Fall, es ist der nächste Part, einer der härtesten in der ganzen Quest. Da ist sogar noch der dämliche lange Kampf mit den Trollen, der danach noch kommt, besser. Aber hier haben wir diese Teile hier. In der Distanz hörst du ein seltsames und keening, was dunkle Allies hat Vale rekrutiert. Und wie ihr seht, Beholder. Beholder sind nie schön, Beholder machen Autsch. Vor allem Beholder können disintegraten und insta-killen. Auf jeden Fall.
Man kann keine Zauber machen, während sie einen anschauen. Was das Ganze leicht schwerer macht. Wir sind untot, das heißt, sie können uns zumindest nicht instant killen. Aber sie können uns unter Umständen mit Disintegrate einfach mal 300 Schaden drücken. Was bei unserem Leben jetzt auch nicht so schön ist. Hier könnte unter Umständen ein Rare sein. Wie ihr seht, haben wir Glück und er ist nicht da. Oder Unglück, hätte man den Loot und die XP gewollt. Und man hat hier einen weiteren Beholder. Und durch das, dass sie einem Jump debuffen, indem sie einen anschauen, hat man auch leicht Probleme, bis zu ihnen vorzukommen, wenn man nicht so schon genügend jumpen kann. Jetzt können wir hier auf die andere Seite laufen, in der Hoffnung, dass hier ein Rare ist oder auch nicht ist. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das bei dieser Quest gut ist oder schlecht. Man kriegt verdammt viel XP bei diesen Rares, aber ansonsten ist es nicht gerade schön. Okay, so wie es ausschaut, gibt es hier sonst keinen Beholder mehr. Das heißt, ich werde mich jetzt wieder Jump buffen und Expeditious Retreat buffen. Und dann werden wir die Runen hier mal machen. Wie ihr seht, gibt es hier immer wieder Runen. Und eine davon war... Ich habe den Beholder gefunden. Yay! Und es ist ein Champion. Oi, 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 macht da viel Schaden. Okay. Das heißt, ich werde mich jetzt nochmal Jump buffen und nochmal Expeditious Retreat buffen. Und dann machen wir hier mal eine der Runen, nachdem ich sie gerade vorhin gesehen habe. Die sind hier mehr oder weniger random im Raum verteilt. Es gibt zwar nur bestimmte Orte, an denen sie spawnen können, aber die sind zufällig festgelegt. Okay, wir haben die hier angemacht und dort, wo Sisul ist, haben wir die anderen beiden. Das heißt, wir haben hier eine. Und wahrscheinlich... An was hänge ich denn jetzt fest? So. Da eine und da eine. Das heißt, wir nehmen uns mal die hier vor. Und dann haben wir hier eine andere und dann können wir tatsächlich auch noch resten, damit wir wieder mit vollen Spellpoints in die nächste Ebene reingehen. Normalerweise, wenn ihr einen fähigen Caster dabei habt, in diesem Fall zähle ich mich nicht zu fähigen Caster, weil ich noch nicht das entsprechende Caster-Level dafür habe, gibt es hier Leute, die Finger of Death mitnehmen. Ich bin gerade Level 11, ich glaube auf Level 11 hat man die Level 6er Spells und Finger of Death könnte ein Level 7er Spell sein, also klappt es so noch nicht. Aber zumindest im Epic-Bereich, wenn jeder eh schon jede Spells hat, so in etwa, dann wird hier Finger of Death relativ gerne mitgenommen, weil man läuft praktisch zu dem Beholder hin und bevor er einen anschaut, Finger of Death erst tot. Funktioniert äußerst einfach, äußerst effektiv, äußerst schnell und man hat nicht die Gefahr, die ganze Zeit dispelled zu werden. Zu der Sache mit dem Beholdern, was die noch machen können, sind Enervation und Energy Drain casten. Das sorgt normalerweise dafür, dass ihr negative Level bekommt. Wir sind eben, wie gesagt, schon untot. Das heißt, wir kriegen weder negative Level, noch können wir instant gekillt werden, was die Beholder übrigens auch können. Die können nämlich genauso Finger of Death casten. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und wenn sie auf euch Innervation oder eben Energy Drain casten, dann verliert ihr entsprechend ein paar Level, beziehungsweise ihr kriegt negative Level. Die ziehen euch dann relativ viel von euren Max-Hitpoints und euren Max-Spellpoints ab und wenn die negativen Level wieder weggehen, dann habt ihr trotzdem noch so wenig Max-Hitpoints und Max-Spellpoints, wie ihr vorher hattet. Außerdem verliert ihr währenddessen natürlich solche Sachen wie... Ihr habt außerdem eben weniger Saves, weswegen ihr schneller die Disintegrates und oder besser failt die Saves gegen die anderen Spells von ihm.
Und wenn ihr euch hier an den Rand stellt und dann mit Featherfall nicht das bringt, was ich hier bringe, aber normalerweise hier links auf den Rand springt, dann könnt ihr normalerweise da diesen netten Weg hier machen, den jetzt hoffentlich mein Teamkollege schafft. Schade, hat er auch nicht geschafft. Auf jeden Fall, dort ist manchmal ein Red, also da ist eine Höhle, dort ist ein Orange oder Rednap drin, ist so ein Iron Golem zusammen mit einem anderen Typen. Also nicht schwer, aber auch nicht wirklich leicht. Und wie ihr seht, wurde ich gerade eben schon wieder dispelled. Das heißt, meine Buffs sind zur Hälfte wieder weg. Ich liebe solche Geschichten. In dieser Quest ist es teilweise relativ lächerlich, sich zu buffen, denn sobald einer dieser Skorpione dabei ist, hey, du hast keine Spells mehr, die auf dir drauf liegen. Oder aber ein Beholder kommt um die Ecke, hey, du hast keine Spells mehr, die auf dir drauf liegen. Sobald die Typen in der Mitte tot sind, geht eben diese Tür auf und hier laufen die Leute raus. Und danach geht diese Tür auf mit dem Typen hier, von dem ich bis jetzt nicht weiß, wieso er die ganze Zeit vor mir weggerannt ist. Er sollte doch bloß geprügelt werden. Und wegen irgendwas hat jetzt mein Teamkollege wieder Schaden gekriegt. Und jetzt geht dieser Raum hier auf. Noch sind hier nur ein paar Gegner. Ihr solltet die Möglichkeit nicht direkt dort innen töten, nachdem direkt hinter ihnen die drei Vorendbüsse sind. Oh, ein Prophet und er ist divine. Was Propheten so irgendwie an sich haben. Und was ihr jetzt eben machen könnt, ist, hey, Champion Deathblood ist rausgekommen. Das ist jetzt äußerst vorteilhaft, dass er alleine rausgekommen ist. Das heißt, wir werden ihn jetzt einfach mal in den Wall of Fire stellen und töten. Wie ihr seht, er hat 3000 Leben. Wenn man sehen könnte, wie viel Schaden er macht, wäre das relativ lustig. Es ist nicht gerade wenig. Aber man kann es tanken. Und er ruft jetzt normalerweise nach dem anderen Typen, der ihn heilen soll, weil das sind ja drei Leute, wie schon gesagt, drei Vorbässe. Und mal schauen, ob wir es schaffen, als nächstes den entsprechenden Caster rauszuziehen. Mein Pet sollte hier vielleicht stehen bleiben, das ist nicht irgendwie aus Versehen. Und wie ihr seht, ein Beholder und der Typ. Das heißt, wir werden uns so hinstellen, dass uns der Typ nur sieht. Und schon hat der Beholder uns nicht gesehen, aber der Typ, und der Typ wird uns jetzt wahrscheinlich nachlaufen. Hoffe ich doch mal. Ja, wie wäre es, wenn er hier auch rauskommt? Und hier können wir dann halt wieder eine Wall of Fire hinstellen und dann ihn in der Wall of Fire bekämpfen. Das ist der Healer, nachdem der Troll geschrien hat. Er heilt nämlich normalerweise auch der Troll. Alle auf einmal zu bekämpfen ist möglich, aber entsprechend schwerer. Und jetzt haben wir bloß noch eh den Beholder, weswegen ihr eh nach dem Geronimo-Verhalten einfach hingehen können. Ich habe es noch geschafft, aus dem Anti-Magic-Feld rauszugehen und eine Wall of Fire hinzucasten, weswegen auch der hier etwas schneller down ist. Wie ihr seht, er castet auch Flesh to Stone. Wenn er allen allerdings anschaut, ist das Flesh to Stone auch wieder weg, was das Ganze relativ sinnfrei macht. Und damit ist der Typ jetzt tot und wir können den Restschrein hier hinten nehmen. Und hier gibt es außerdem noch eine Chest, die man sich nehmen kann. So, auf zum Endboss. Was könnte dieser Endboss anderes sein als der Marut, den wir schon die ganze Zeit gejagt haben oder versucht haben, vor ihn zu Vale zu kommen? Hier kriegen wir noch eine Chest für die Bosse, die wir gerade eben besiegt haben.
Ich scheine mal wieder ein bisschen zu lecken, auch wenn es mir nicht angezeigt wird. Das ist irgendwie ein bisschen schade gerade. Auf Epic habt ihr hier normalerweise noch 3 Earth Elementals und so. Aber jetzt nicht. Vale chose a dramatic battleground for her last stand against the inevitable. Okay, und wenn wir dann hier eben zu Vale gehen und mit Vale reden, dann kommt, hey, oh mein Gott, der komische Marut, bla bla bla. Lustigerweise, wenn ihr diese Earth Elementals hier hinten killt, kriegt ihr den Conquest Bonus, also das reicht dann normalerweise auf Epic. Und hier haben wir diesen Marut. Wie ihr seht, der Marut hat eine Regeneration und stunt mich die ganze Zeit, also wirklich ausnahmslos. Das finde ich jetzt weniger lustig. Und wenn ich jetzt mal diesen dämlichen Klapp hier sehen würde, ich bin zwar nicht proficient damit, aber wenn ich ihn treffe damit, was ich nicht tue, aus welchem Grund auch immer, dann würde er für gewöhnlich seine Regeneration für kurze Zeit verlieren, weil er es chaotic ist. Also, nachdem ich ihn so nicht treffe, legen wir am besten wieder das andere an, stellen ihn in eine Wall of Fire und hoffen, dass er Fire Damage kriegt. Er kriegt reduziert Fire Damage, was das Ganze ein bisschen schwerer macht. Aber er kriegt Negative Damage, was natürlich äußerst vorteilhaft ist. Und mein Pet tankt mal wieder den Marut. Das ist natürlich äußerst praktisch, weil wir uns dann relativ wenig um ihn kümmern müssen. Aber wie ihr seht, der Marut geht dann doch ab und zu ganz gut down. Er kriegt immer mal wieder ein bisschen Feuerschaden durch meine Aura, durch meine Wall of Fire. Meine Waffenangriffe machen kaum Schaden und er kriegt kein Sonic Damage. Insofern ist der Bonuseffekt von meiner Waffe auch für die Katz. Aber er kriegt Force Damage ganz normal. Electricity kriegt er auch reduced. Und damit ist der Marut tot. Wie ihr seht, 41.000 XP. Diese Quest hat uns jetzt 27 Minuten gedauert und ist deswegen eine der Quests, die verdammt häufig gelaufen werden. Einfach nur, weil sie so massiv XP geben. Okay, und so wie es ausschaut, gibt es nur auf Epic die Chest. Insofern, man sieht sich bis zum nächsten Mal.